Ja, ich nehme gerade unplanmäßig auf, denn ich wollte einfach das Event ein bisschen voranbringen und habe für unseren Lieblingszaubermeister die drei Lieblingsgeschenke eingesammelt und musste feststellen, dass ich sie ihm nicht übergeben kann, weil wir dann erstmal eine Quest triggern müssen. Deswegen hole ich euch dazu und dann werden wir mal schauen, was sich hinter Mernis Notiz verbirgt. Da bist du Hm, da. was hast du denn da, Puffin? Ah, meine Notizen. Muss mal kurz meinen anderen Lautsprecher ausstellen, weil sonst hört ihr alles doppelt oder ein bisschen metallic. Meine Notizen, die habe ich ja schon überall gesucht. Gut, dass du sie gefunden hast. Ich möchte nicht, dass sie in falsche Hände geraten. Ich konnte sie nicht verstehen. Das sind sicher wichtige Zaubernotizen. Ja, das kann man so sagen. Ich befürchte, dass böse Machenschaften im Gange sind. Deshalb habe ich meine Beobachtungen niedergeschrieben. Mutter Godel, Rodel und Ursula haben sich mehrmals im Dorf getroffen. Diese beiden führen nichts Gutes im Schilde. Das spüre ich in meinem letzten Zipfelbart. Bartzipfel. Man kann ihnen nicht vertrauen. Deshalb halte ich ihr Treffen im Auge. Sie haben sich schon viermal getroffen, um böse Pläne zu schmieden. Sie tauschen geheimnisvolle Zutaten und Flächen aus. Sobald ich mich nähere, verstummen sie und machen sich aus dem Staub. Naja, bei Ursula sollte ich wohl besser davon schon sagen. Das klingt verdächtig, aber wir brauchen Beweise. Ja, da hast du recht. Meine Fähigkeiten als Wahrsager reichen natürlich aus. Wir müssen herausfinden, was sie genau vorhaben. Ursula und Mutter Krotel vertrauen dir viel mehr als mir. Vielleicht können wir es ja das zunutze machen. Du könntest dich wahrscheinlich nah genug an sie heranschleichen, um zuzuhören, was sie vorhaben. Jetzt bin ich auch neugierig. Neugier ist ein guter Grund zum Handeln. Manchmal kann man sich an ihren Fingern verbrennen, aber an jeder großen Entdeckung war auch ein gerütteltes Maß Neugier beteiligt. Leider kann ich nicht genau vorhersagen, was Mutter Krotel und Ursula vorhaben. Falls jemand wundert, ich sage bewusst Krotel. Ich weigere mich, sie richtig zu nennen, weil sie einfach nur krottelig ist. Aber ich weiß genau, wo sie sich das nächste Mal treffen werden. Sie treffen sich jeden Tag auf der Lichtung des Vertrauens. Heute haben sie sich dort bereits getroffen. Deshalb wirst du morgens warten müssen, um sie zu belauschen. Vergiss nicht, auf der Lichtung des Vertrauens. Ich lüpfe meinen Hut, obwohl ich es vorziehe, ihn aufzulassen. Ja, das ist sehr lustig gerade gewesen, ne? Ja, und ich opfere die eine blaue Hortensie, die wir. Ja, eigentlich für einen guten Musi. Bass, meinte ich. Benötigen. Und. Rot, nee. Ach ja, Nachtscherbe. So. Ich hätte es selbst nicht besser Ich weiß. So. Und jetzt müssen wir rein theoretisch. Genau. In der Wurzel das Vergessen suche nach einem limettengrünen Edelstein. Das habe ich bereits getan. Den gibt es ja nur auf der großen Visier. Und wir müssen noch eine Nachtdorne. Ach, da habe ich eine. Zehn. Diese Dreamlight-Pflichten ab. Ja, da machen wir ja entferne vier Nachtdornen. Und was müssen wir noch machen? Ernte drei Gewürze, fange drei am schillernden Strand, mache ein Foto, bereite ein zwei Sterne, gleich am besten füttere ein Kaninchen. So, eh, und ja, das will ich überhaupt nicht speichern, weil das sieht richtig bescheiden aus. So, ein Kaninchen müssen wir füttern. Komm. So, das muss ich dem kleinen Matze folgen. Dut, dut. Hätte das Kind nicht im Weihnachtsgarten in den Teich geschmissen. So, für dich eine Karotte. Oh, eine Erinnerung. Bin von Narren umgeben. Ich sollte da einfach mal an dir selber arbeiten, weil du siehst die Leute wahrscheinlich an. So, für dein Kaninchen sammeln. Yay. Dann serviere ein Gericht im Restaurant. Oui. Aber schon echt gemeint, dass wir nur eine blaue Hortensie immer finden.
Also von den ganzen Pinken haben wir genügend da. Aber von der Blauen, die wir brauchen, kriegen wir natürlich nichts. So. Pflanzen wir das alles schön hier ein. Oh, da muss ich wieder mich ein bisschen übersäuern. Ups, zwei und dann... Damit machen wir es halt so. Was brauche ich als nächstes? Erhalte 500 Sternmünzen. Ja, das kriegen wir auch hin. So, was wir jetzt aber machen werden, erstmal die Nachtruhe entfernen und werden uns in die eisigen Höhlen begeben. Das habe ich, ja... Oh. So, wir können nur mal kurz gucken. Vielleicht können wir das Gericht schon zubereiten. Was war die verhungert bei mir. Nee. Ganz schlimmer Mensch, die Krotel. Ganz, ganz schlimmer Mensch. So, da haben wir die gute Elsa. Nur ein paar Zitronenernten. Meine Magie spürt die Besonderheit dieses Ortes. Hm. Spürst du auch den Schneesturm? Aber sah doch vorher auch schon so aus, oder nicht? So, warte mal, wir müssen ja hier noch die genau besonderen Edelsteine. Suchen und finden. Natürlich ist wieder alles voll. Jetzt soll das auch anders sein. Ja, ich habe sie untersucht. Und das hier bestimmt, ne? That's me, I guess. Jetzt muss ich mit Elsa sprechen. Elsa ist da unten. Okay. So, hier gedeiht alles sehr schön. Nichts, was wir gießen müssen. Elsa, ich brauche deine Hilfe. Hallo, Puffin. Hat deine Gießkanne etwas aufdecken können? Ich habe gesehen, wie es vergessen die Kugel von der Säule entwendet hat. Eigentlich war ich es, aber ich sage einfach, dass es vergessen gewesen ist. Oh nun, ich habe viel Zeit damit verbracht, mit Merlin über die Magie des Dorfes zu reden. Er erzählte mir, dass die Säule von einem Schutz umgeben. Die Säulen von einem Schutz umgeben sind, der die dunkle Magie fernhält. Vielleicht beabsichtigt das Vergessen, gefährliche Arten von Magie zu verwenden, und die schützende Aura der Säule hat das verhindert. Elsa, es gibt etwas, das ich sagen muss. Das Vergessen ist ein Teil von mir, eine Art Splitter von mir, den ich zurückgelassen habe. Ich verstehe, nun, ich weiß, dass Magie solche Dinge bewirken kann. Olaf ist ein Teil von mir und er ist lieb und nett, aber Marshmallow ist auch ein Teil von mir. Er ist ein viel größerer Schneemann, den ich erschaffen habe, und er ist, sagen wir einfach, er ist sehr beschützend. Wenn er also das Vergessen dunkler Magie einsetzen wollte, heißt das, dass ich das auch wollte? Das ist das Einzige, was Sinn ergibt. Nur weil du etwas tun willst, heißt auch lange nicht, dass du es auch tun würdest. Aber das würde bedeuten, dass der Schneesturm das Vergessen... Könnte das alles meine Schuld sein? Was? Nein, Puffin, das ist nicht deine Schuld. Vertrau mir, wenn es darum geht, magische Schneestürme auszulösen, die alles und jeden, den ich liebe, zu verschlingen drohen, habe ich ein wenig Erfahrung. Magie und Emotionen können ungewollte Dinge bewirken. Je mehr du über deine Magie weißt, desto besser kannst du sie kontrollieren. Das Wichtigste ist jetzt, dass du hier bist und versuchst, die Sachen in Ordnung zu bringen. Und ich denke, dass wir diesem Ziel jetzt einen Schritt näher gekommen sind. In Erinnerung sah es so aus, als ob Olaf das Vergessen mit der Kugel wegrennen sah und er dem Vergessen in die geheime Kammer folgte. Ich denke, du wirst deine Antworten finden. Ich werde nachsehen, ob es in der geheimen Kammer noch mehr Erinnerungen gibt. Vielen Dank auch. Ja,
dass ich mit dir geredet habe? Oder warum hast du dich bedankt, Elsa? Aber der Olaf kann wirklich mal aus der Kammer rauskommen. Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen dabei. So, jetzt gucken wir nochmal. Kriegt man hier vielleicht noch einen Edelstein raus? Nein, natürlich nicht. Nun gut. Aber gab es die schon ganz am Anfang, die geheime Kammer, oder kam die dazu? Puffin, ich muss wissen, sind wir der Lösung des Rätsels um meinen fehlenden Arme schon näher gekommen? Ich denke schon. Es hat mir geholfen, mit meiner Gießkanne eine Erinnerung in der Nähe der Säule in den eisigen Höhen hervorzuholen. Ich habe gesehen, wie das Vergessen die Kugel aus der Säule gezogen hat. Das Vergessen aber sah aus wie du. Ja, das Vergessen hat mein Gesicht. Es ist eine Art magischer Splitter von mir. Oh, genauso wie ich ein Teil von Elsa bin. Wie faszinierend. Ich denke, so ähnlich ist es. Ich dachte jedenfalls, dass du das vergessen bist, als wir Verstecken gespielt haben. Du warst schon lange verschwunden und wir waren noch mitten im Spiel. Also bin ich dir gefolgt, dem Vergessenen, wenn ich dich fangen kann und du endlich ins Dorf zurückkommst. Dann habe ich gesehen, dass das Vergessen diese glänzende Kugel fallen gelassen hat. Also habe ich sie aufgehoben und hierher gekommen, um sie zurückzugeben. Aber was ist dann passiert? Ich weiß es nicht mehr. Aber du kannst eine Gießkanne hier benutzen, um es herauszufinden. Oh, danke. Das macht mich ja, hier. So glücklich. Ah, das sind die Arme. Die Arme vom guten Olaf. Ich hatte die dort hineingeworfen. Aber ich habe echt coole Sachen an. Hallo. Wow, hast du das gesehen? Ich muss das Vergessen unterbrochen haben, während es eine Art magische Zauber wirkte. Und die Kugel ließ die Magie hier verrückt spielen. Das war bestimmt der Blitz, den ich gesehen habe. Also diese Kammer, das muss das Vergessen. Es muss die des Vergessens sein. Und es war das Vergessen, das sich hier eingesperrt hat. Es tut mir so leid, dass es passiert ist, Olaf. Das ist in Ordnung. Ich weiß, dass du das nicht gewollt hättest. Danach schnappte sich das Vergessen die Kugel vom Boden und warf sie in das Portal da drüben. Mit meinen Armen, die noch dran hingen. Oh, aber die positive Seite ist, dass wir wissen, wo die Kugel ist. Jemand mit Arm kann einfach in das Portal greifen und sie sich schnappen. Ich würde mich ja freiwillig melden, aber keine Arme. Das Portal flackert ständig. Irgendetwas stimmt damit nicht. Ich glaube nicht, dass es sicher ist, hineinzugreifen. Oh, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das in einem dieser Bücher zu reparieren. Da meine Arme fehlen, konnte ich die Seiten nicht umblättern, um sie zu lesen, aber die Titel sind sehr interessant. Es geht um Magie, Zaubersprüche, Dinge zum Schweben zu bringen. Wie man Portale öffnet. Hast du gerade gesagt, wie man Portale öffnet? Ah, wie man Portale öffnet. Ja, und wir müssen ein Portal öffnen. Ich schätze, dass ich dieses Buch finden muss. Tja, das war's dann wohl. Wiedersehen. Ah! Oh, das ist doch richtig unfair. Ich muss mir auf jeden Fall mir merken, dass ich hier zwei Sachen umliegen lassen habe. Hallo. Du hast ein Buch gefunden? Ist es das, was wir brauchen? Du musst es mir vorlesen, da ich die Seiten nicht umblättern kann. Okay, es heißt, du willst also ein dunkles Portal öffnen. Ja. Wie praktisch, dass es so spezifisch ist, Ding. So, als wäre es genau das, wonach wir suchen, Puffin. Hoffentlich. Ich kann es kaum erwarten, zu hören, was da drin steht. Dieses Buch, der Deutsch hat es vergessen, sicher zum ersten Mal gelernt, all diese Portale zu öffnen. Kein Wunder, dass sie überall auftauchen. Lies so vor. Demnach brauchen wir etwas namens Streamlight Prisma, um das Portal zu reparieren. Da drüben liegt ein Haufen Glasscherben auf dem Boden. Ich werde es vergessen, hat es auch damit versucht. Vielleicht können wir meine Arme zurückbekommen, wenn du sie einsammelst und die kaputten Teile ersetzt. Oh, die Kugel, vergiss die nicht. Da steht, dass wir Glas und gereinigte Nachtscherben brauchen. Aber sobald ich es repariert habe, muss ich einen Weg finden, alle Farben des Regenbogens durch das Prisma zu leiten. Wie soll ich das machen? Nur da drüben in der Nähe des Portals sind ein paar Edelsteine, aber nicht alle Farben. Ein paar fehlen wohl. Keine Sorge, Puffin, du wirst sicher herausfinden können, was zu tun ist. Schließlich heißt es, dass ich dem Portal eine meiner tiefsten Ängste zuflüstern muss, um den Zauber zu besiegen. Ich sollte wohl mal darüber nachdenken, wovor ich Angst habe. Aber jetzt fange ich erst einmal damit an, das Streamlight-Prisma zu machen. Auf Wiedersehen. Oh,
Leute. Mann, ist das nervig mit diesem ganzen... Das Inventar ist voll. Mein Gott, das regt mich gerade richtig auf. Es ist so sinnlos einfach nur, dass ich für diese drei verschiedenen Bücher drei Inventarplätze brauche. Das nervt mich gerade. Das ist einfach so unfair. Also es wundert mich eigentlich, dass Julia doch keine Zahlungsmodelle für diese Sternmünzen ins Leben gerufen hat. Überhaupt nicht. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Warum hängt denn mein Piratenvogel überhaupt schon wieder? Ich brauche Glas. Okay, das heißt, ich brauche wieder Sand. Gereinigte Nachtscherben brauche ich auch, aber habe ich doch eigentlich genügend. Fünf Stück brauche ich, okay. Gehen wir mal zur Werkbank und stellen... Oh. Dieses Dorf riecht... Sei gegrüßt, Nachbar. Oh. 13. Ah. Sieht richtig cool aus. Was haben wir hier für 4-4? Hey. Ist das so teuer? Das ist so teuer! Oh, ich höre schon Donald wieder ausrasten. Ach nein, das ist eine gereinigte Nachtscherbe. Okay, jetzt will ich aber kurz was gucken. Was gucken? Ja, erinnere dann... Oh, guck mal. Ich wollte eigentlich... Habe ich ein passendes Oberteil? Oh ja! Das passt sogar. Krass. Habe ich Schuhe? Hatte ich wirklich, ne? Dann Hüte. Doch, wir lassen mal die Onyx-Krone. Masken habe ich gar keine. Kann man eigentlich so lassen. So. Ohrringe. Oh komm, die können wir so lassen. Immer das. Aha, ich habe gar keine Armbänder, okay. Immer das. So. Lass mal. Achso, warte mal. Zieh es mit der Frisur aus. Das sieht richtig erwachsen aus. Das ist auch ganz schön. Ich muss sagen, Belle finde ich mit am schönsten. Oder nehmen wir das. Das ist die Brodel. Okay, dann nehmen wir das. Guck mal. Ist doch eigentlich ganz angenehm. So, wir brauchen Glas. Achso, muss ich... Ach nee, habe ich schon abgeholt. Ringe, ein Freund, sein Lieblingsgeschenk. Okay, was sagt das Event?
Okay. Gehen wir jetzt in den, nee, zum schönen Strand. Also, weil die Hortensie kann ich nämlich nicht einsammeln. Ich habe die extra von dort nach hier teleportiert, aber hingesetzt und kann die trotzdem nicht aufheben. So gemein einfach nur. Das ist Mobbing, das ist Diskriminierung. Habe ich hier noch irgendwas? Nee, natürlich nicht. Was ist denn das? Sonst habe ich hier immer gefühlt 50 von diesen, was auch immer das sein soll, liegen. Und jetzt, wenn ich einmal Sand brauche, muss ich danach suchen. Ah! Ich habe nichts gesagt. Haben wir sonst noch irgendwas? Nein. So, mein lieber Olaf, schauen wir mal, ob wir jetzt schon neun Gläser herstellen können. Mein Gott. Ich wollte vielleicht nochmal einen Deutschkurs besuchen. Nein, nur 4! Okay. Gut, dann heißt es für mich einfach mal wieder ein kleines bisschen farmen. Wir haben auch sogar 21 Minuten, also eine gute Folgenlänge. Und dann würde ich sagen, ich sammle im Off noch die restlichen 5 Gläser ein und werde natürlich das Event ein bisschen vorantreiben. Und ja, dann hoffe ich, dass euch die ungeplante heutige Folge gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.